Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder wundervolle Impulse und auch Inspiration zu lebendigen Verbindungen, zu einer lebendigen Beziehung im Zusammenhang mit dem lebendigen Wort. Das lebendige Wort ist so essentiell für diese Zeit und auch das Hören. Es geht damit darum, wirklich zum neuen Menschen zu werden, ist es ganz wichtig, nicht nur sich das Wissen anzueignen, das kennt ihr ja schon, sondern es geht dann wirklich darum, dass ihr das so aufnimmt, dass es lebendig wird, dass es in euch spürt, fühlt, erkennt und immer mehr euer Leben durchdringt, durch Handlungen, durch Taten, durch Denkweisen, wie ihr hört, wie ihr mit euch umgeht, mit anderen Menschen umgeht, dass es richtig durchflutet wird, euer ganzes Sein, ja. Also weg von diesem Tun-Mensch, von dieses seinsorientierte Sein. Und das ist so wesentlich, in diese Energie hineinzukommen. Denn nicht nur die Worte sind das, wenn Worte gesprochen werden oder ein Wissen und das dann zu einem bestimmten Zeitpunkt anzuwenden, sondern das gelehrt und gelernt, um auch eure Individualität erneut zu erkennen und zu leben. Auch diese göttliche Anbindung zu fühlen, zu spüren, ist ja eine Lebensweise, eine Lebenshaltung. Und Menschen, die es machen und nicht bereit sind, da tiefer hineinzugehen, bleiben in einer oberflächlichen Energie. Die können nicht so in tiefe Beziehungen eintauchen, in tiefe Beziehungen zu sich selber, zur Natur, zum Umfeld, zu anderen Menschen, Tieren oder auch Gegenständen. Und auch beim Empfangen entstehen ja dann auch sehr unterschiedliche Wahrnehmungen, weil das Ohr ja noch im alten System ist. Also es ist sehr viel in der letzten Zeit, dass die Ohren, also die Sinn überhaupt, die Ohren und die Augen gereinigt werden, freigemacht werden, um neu zu hören, neu zu sehen. Diese Ohren, ich kann mir so vorstellen, Menschen hören so immer wieder die Worte, das Wort, das gesprochen wird, Liebe, Freiheit, was auch immer, alles wieder Satz, Punkt und Beispiel. Aber wir können sich nicht darauf einlassen, auf den Klang. Worte haben Klang, haben eine Botschaft. Sie können auch das Göttliche offenbaren, in dir, im anderen, im Leben. Und es geht darum, tiefer sich einzulassen, um die tiefere Bedeutung zu erleben, lebendig. Ja? Lebendig heißt immer, es beginnt dein ganzes Sein da durchfluten mit dem, durch deine Handlungen, die ich schon gesprochen habe, durch deine Taten, durch deine Präsenz, durch dein Sprechen, wie du hörst, wie du siehst, es verändert sich. Eine neue Lebensweise entsteht. Es geht nicht darum, auch einen Kurs zu besuchen, einen Workshop und da toll inspiriert zu sein und dann rauszugehen und das Leben ja ganz anders zu leben und da nicht tiefer einzutauchen in diesen Klang, in diese Schwingung, dieses Erfassen, sich offenbaren lassen, diese tiefere Bedeutung, was es da hinter diesen Informationen auch dir mitgeteilt möchte, auch nonverbal. Ja, es ist ja nicht immer das gesprochene Wort. Und da haben manche Menschen verlernt, da diese Einfachheit zu leben, durch diese Einfachheit, dass es da nicht, was ich weiß, für viele Beschreibungen dazu gibt, sondern das ist die Einfachheit, ich höre was, ich fühle nach, ich lasse es wirken. Was macht es mit mir? Es ist lebensbejahend, fördert mich Gesundheit, Lebendigkeit, Inspiration oder geht es ins Gegenteil, verwirrt, müde, erschöpft, Angst, Frust, Groll, was dann hochkommt. Also die Schwingung der Worte ist sehr essentiell und auch wie wir hören. Und diese alten Ohren, sage ich einmal, die sind so, wenn man seinen Trichter nimmt, ist ein Energiefeld drin, ja, wo das Ohr schon so, vor allem desto länger man hier auf der Erde ist, das Ohr schon so geschult wurde, so ein Gewohnheitsfeld vom Hören entstanden ist, dass man aus dem immer empfängt und wenn dann andere Botschaften kommen, läuft es durch dieses Feld und wird verzehrt
und so in dich eingesogen über dieses Hören. Das ist, was diese Reinigung anbelangt. Neu zu hören, Freigeistin zu sein, Freigeist ist wirklich eine Lebensweise, und auch etwas täglich zu tun, denn ein neuer Mensch wird man nicht einfach so. Dazu gehört Bewusstsein, Bewusstheit, den Verstand auch wirklich göttlich zu nutzen, auf die Worte achten, was man ausspricht und wie ist die Energie, die Frequenz für dich selber und im Miteinander. Auf das nur zu achten und da immer mehr deine Handlungen, dein Sein, alles was du bist, da in dein Leben zu integrieren und somit auch das Göttliche transparent werden zu lassen und zum Ausdruck zu bringen durch dich selbst. Also das ist wirklich ein Weg und ein großer Unterschied. Und dieses Hören verzerrt auch diese Botschaften, diese Nachrichten, die hereinkommen. Und dann geht es aber noch, wem hörst du zu? Das ist auch ganz krass. Wem hörst du zu? Welches Wort hörst du? Da brauchst du gar nichts zu überlegen, sondern wenn du zuhörst, ja, spürst du, zieht es dich runter, benebelt es dich, verwirrt es dich, erzeugt depressive Stimmung, nimmt dir die Freude, die vielleicht vorher da war. Ja? Das sind andere Energien, das sind niederschwingende Energien. Die Menschen machen das nicht, also nicht alle bewusst, manche setzen das bewusst ein, auch die Medien. Weil das ist nicht dasselbe, was hörst du den ganzen Tag? Welche Nachrichten hörst du den ganzen Tag? Und die Menschen sagen oft, nein, ich möchte mich nur informieren. Aber desto häufiger du etwas hörst, das dringt in dich ein. Die Worte entfalten sich, das sind Samen. Die beginnen an zu blühen, als Dornen, ja, oder als erfüllende, schöne, strahlende Blüten, Blumen, die dich erfreuen. Also wirklich achte auf das, was du hörst. Und wem du dein Ohr schenkst. Und oft ist es auch sehr gut, Worte zu überhören, um wirklich tief zu hören. Das liebe ich am meisten, denn dann hört man das dahinter immer mehr, von was der Mensch spricht oder auch was dann so von außen kommt und geht nicht in diese erste Energie hinein, die vielleicht auch manipulierend ist in ihrer Art und Weise. Denn Unwissenheit ist auch ein großer Punkt, der viele Menschen das ermöglicht, diese nicht zu differenzieren, zu unterscheiden, was sie da durch das Wort aufnehmen, in sich aufnehmen. Und das ihr Leben beeinflusst, begrenzt oder es leitet und viele neue Möglichkeiten schafft. Und es unter Kontrolle zu haben, ich möchte mich nur informieren, kann eine Falle sein. Kann wirklich eine Falle sein, mit was beschäftigst du dich den ganzen Tag? Und es gibt wirklich so Gespräche, wo eben dann eben keine lebendige Beziehung entsteht, keine lebendige Verbindung, vielleicht auch dich von dir selber noch entfernt, ja? Und der andere mitgeht, zwei oder drei zusammen, verstärkt die Energie in nach beiden Richtungen. Und beeinflusst dann dein Leben, was eben zur Krankheit führen kann, als Metapher in allen Richtungen, oder zur Gesundheit, zur Vitalität, zur Lebendigkeit. Also wirklich Lebendigkeit, lebendiges, erfülltes, leichtes, freies Leben. Um auch die Herausforderungen auch anders zu bewältigen mit diesem neuen Bewusstsein und diesem neuen Wort und diesem Miteinander. Das ist so essentiell. Und wenn wir zwei Menschen so miteinander reden, und der andere wird dann so immer in dieser Begrenzung ist, immer so auf die Wand schaut und das Problem definiert und wiederholt. Und du erkennst das nicht und gehst da mit rein, dann wird davon mehr. Und du hast wirklich, du weißt danach, wie fühlst du dich dann? Bist du ängstlicher, unsicher, durcheinander, erschöpft, müde? Weil die saugen auch ganz viel Energie ab. Wirklich achte auf deine Gefühle, auf deine Befindlichkeit. Ja? Das ist der beste Indikator, um das aufzuwachen. Hallo, was läuft denn da ab? Ich steige aus dieser Frequenz aus. Das ist sehr essentiell.
viele Menschen, die wissen alles und sagen, ja, ich weiß davon, ich weiß davon. Im gleichen Atemzug sprechen sie das unlebendige Wort. Das unlebendige Wort ist, was wirklich so hineinführt in Leid, in schweres Leben, in Mühsal, Furcht, Angst, in Begrenzungen, in Hilflosigkeit, Ohnmacht oder auch in Außen, du stagnierst und da ist nichts und dort ist nichts und hast jetzt keine Möglichkeit und erst in weiter Ferne und so weiter. Also wirklich, ihr merkt schon, ja, wie sich da die Energie verändert, als jemanden zu fühlen, zu spüren und wirklich auch über das Wort, das zum Ausdruck zu bringen, das Herz zu berühren, seine Seele zu berühren, hey, das, was da, und den Mut zu haben, zu empfangen, das lebendige Wort, was möchte gesprochen werden, was möchtest du mitteilen, über was möchtest du reden, wenn einer ein Problem hat, gehst du über das Problem, diskutierst es durch, kaufst es durch, immer wieder, ja, diese Wiederkauer, und stärkst diese Energie, oder hörst du darüber hinaus und lenkst das Gespräch in andere Möglichkeiten. In Möglichkeiten beginnt dann über das Verstehen, dass egal wo der andere gerade ist, mein Leid, das nicht zu ignorieren, nicht schönreden, keine Ratschläge, gar nicht, sondern dieses tiefe Verstehen zum Ausdruck zu bringen, dieses lebendige Hinhören, das absolut heilend ist. Und dann sagen, hey, schau, die Möglichkeiten hast. Oder auch das sagen, ich verstehe dich total gut. Was hast du für die? Was möchtest du gern verändern? Oder kann ich unterstützen? Das klingt fein. Oder schauen wir in die Richtung. Da ist eine gute Energie. Wie stellst du es vor? Wie möchtest du wohnen oder die Partnerschaft, die Beziehung verändern? Oder von welchen Menschen? Ah, da möchtest du loslassen. Wie kannst du Abstand gewinnen, ohne zu verurteilen und zu bewerten? Es gibt so viele schöne Möglichkeiten, miteinander ins Gespräch zu kommen, die absolut lebensbejahend sind, fruchtbar sind, heilend, immer heilend, also wirklich Leben schenken und nicht Leben, Raum und Nehmen. Es ist immer das, es gibt eine Zeit, Leben bejahend oder Leben verneinend und den Menschen auch, wo jeder Einzelne gefragt ist, jeder Einzelne in dieses Sein hineinzukommen, das Sein, egal welches Wissen du hast, aber das Wissen auch für dich zu prüfen und lebst es. Ist es eine Lebensweise oder ist es etwas Gelerntes, das du täglich praktizierst, immer wieder probierst, eine Stunde Zeit nimmst dafür und dann gehst du wieder in das Alte. Das funktioniert nicht. Es reicht einfach nicht. Ja. Ich kann eine Stunde, so eine Stunde beten, eine Stunde in die Stille gehen und danach lebe ich wie im Frühjahr weiter und im Bewusstsein verändert sich gar nichts durch Handlungen und Taten, also wirklich durch transparent werden des Göttlichen, des bewussten Seins, wirklich, das macht, das geht in Form nach außen. Das verändert sich dann wirklich ganz viel, wenn du darüber hinausgehst und das heilige Wort in Anspruch nimmst und dich so ausrichtest, dass du am Tag achtest, immer wieder drauf, wie kannst du es umsetzen, bis es zur neuen Gewohnheit wird. Und es geht dann auch so, wenn Menschen miteinander sind, es hat so viel Potenzial und Kraft. Es gibt auch so in der Bibel irgendwie, wenn zwei oder drei im Namen Jesus, glaube ich, oder im Namen Gott, ja, miteinander sind, entsteht wahres Leben, erfülltes Leben, Freiheit, auch also keine Krankheit, weg vom Leid, Vitalität, Gesundheit, Inspiration, Fülle, ja. Und da gibt es, wie gesagt, keine Krankheiten. Und wenn Krankheiten da waren oder das Herz verletzt war, dazugeschüttet, dann entsteht so ein bisschen eine Druckwelle, etwas, was man antriggert, um das zu erlösen und zu heilen. Und das ist auch ein Geschenk. Also okay, jetzt geschieht die Reinigung von all diesen alten Geschichten oder einer alten Geschichte. Und daher braucht es dann auch das Bewusstsein im Tag, das immer wieder umzusetzen. Und es ist enorm bereichernd und erfüllend, unwissend zu bleiben, unbewusst zu bleiben, zu sagen, aha, es wird schon geschehen, ist neu, wie es mal Menschen funktioniert nicht. Die Menschen sind aufgefordert in ein Bewusstsein, das Sein steht für diese Lebensweise, diese neue Lebensart, die jede Phase durchdringt, dein ganzes Leben durchdringt und sich zum Ausdruck bringt. Ja,
Und da gibt es auch keine Entschuldigung, gar nichts. Wenn Menschen viele Kurse besuchen, Ausbildungen machen und immer wieder dann in diesen unlebendigen Wort ins Gespräch gehen und auch dahin hören und es nähern und nähern, nützt keine, ist vorbei, es nutzt keine Ausbildung mehr, es nutzt keine Heilung mehr, keine Sitzung mehr, keine therapeutische Stunde, hat mehr Sinn. Denn irgendwann mal stehen wir an, es reicht, ich praktiziere das jetzt. Ich kann da Notiz machen, du kannst auf den Kalender schreiben, du kannst am Morgen aufstehen. Okay, heute achte ich auf das Wort, auf die Schwingung, auf diese Lebendigkeit und was ich höre, was dieses Hören mit mir macht. Ich achte drauf. Und wenn ich das merke, das geht in die lebensverändernde Richtung, stoppe ich das und sage, nein, ich mache da nicht mehr mit. Und das geht so schnell, das Wort ist so einfach und es funktioniert ganz echt und still in dir. Es macht Klick im Kopf, es macht Klick im ganzen System. Denn du entscheidest, du hast dann die Wahl, was du mehr möchtest, wem du dein Ohr schenkst, auch deinen inneren Dialogen. Wie viel nährst du diese inneren Dialoge? Welche nährst du? Welchen Gedanken hast du zu in dir? Es ist so essentiell. Es ist so, das ist der Unterschied, lebendiges Wort, ja, oder unlebendiges Wort. Wie gesagt, das unlebendige Wort, Leid, Drama, Kontrolle, Rechthaberei, Egoismus, Egozentriertheit und ganz wenig von Nächstenliebe und von erfüllten Leben, das freier, vitaler und gesunder macht, egal in welcher Situation. Egal in welcher Situation. Schwerkrank, tragischen Unfall, jemanden verloren zu haben. Egal in welcher Situation. Wir sind berufen, das lebendige Wort zu sprechen, das berührt, das erfüllt und eine wahre Verbindung schafft. Und da sind die Menschen auch aufgerufen, die in diesen Bereichen schon sind und nicht weggaloppieren, sagen, okay, der ist woanders, den lasse ich einmal da stehen. Das funktioniert nicht. Ja, das wäre ziemlich egomanisch oder egozentriert. Also es ist ganz essentiell. Und noch einmal zurück, wo zwei oder drei Menschen miteinander sind, das hat Potenzial in beiden Richtungen. Und es wird oft noch immer zu wenig verstanden. Das kann man nicht machen, es geht nicht zu schöpfen. Ah, das Schöpfen wird auch verwechselt oft mit, was man haben möchte, was das Ego befriedigt. Ist jetzt für die Seele, geht der Licht auf, und ein Strahlen oder eine Erleichterung. Und dann merkst du, wow, jetzt kommen da Tränen, es fließt, Emotionen hoch. Wow, was für ein Geschenk, da löst sich gerade was. Wie herrlich das ist. Ja? Also das ist so ein Unterschied, dass es auch im Miteinander, wirklich ein Miteinander schafft, einen heiligen Raum, die ehrlich lebendig, mit, also auch reflektierend mit sich zu sich Beziehung schaffen und mit den anderen umgehen in diesem lebendigen, in diesem lebendigen Sein. Sich gegenseitig berühren, wirklich berühren und auf das Wort achten. Das Wort ist die Schwingung, keine Schönfärberei, keine positiven Formulierungen, Affirmationen, das ist es nicht. Sondern egal welches Wort du sprichst, es hat Klang oder tiefere Bedeutung. Und durch das kannst du es wirklich offenbaren, in jedem Einzelnen individuell und was du hörst. Und das ist dann auch ein Schutzraum. Wenn so Menschen miteinander sind, das ist wie ein Schutzraum auch. Das Licht wird mehr, die Energie wird stärker, die wird machtvoller. Und da kann auch wirklich etwas gedanklich Gefühltes oder ausgesprochen sofort manifest werden. Oder die ersten Schritte werden schon oft gezeigt, wo es ganz klar ist, in die Richtung geht es weiter, seine Berufung zu leben, lebendiger zu leben, Dinge leichter zu loszulassen und etwas zu gestalten, sei es auch vom Beruf her, Job, in allen Wohnbereich, was dein Herz wirklich tief erfüllt. Es ist so essentiell. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen so euch inspirieren mit dem, was es bedeuten kann, in das lebendige Wort hineinzugehen und es zu differenzieren von unlebendigem Wort und auch vom Hören. Wem hörst du zu? Auch in dir. Es hat wirklich Kraft und Macht
Und das ist dann auch, es geht dann die Aufmerksamkeit dorthin, ja, so wie diesem Bericht, das Energiefeld, weil das alte gewohnte Hören dann da ist, ja. Das ist auch zum Beispiel ganz einfach mit einem Beispiel fällt mir gerade ein, was ich da sehe, wenn man so von Deutsch her, von der Grammatik und Semantik so hernimmt, dass eben fehlen einzeln auch Worte, eine interpretierte Bedeutung haben, wie es in der Vergangenheit gelernt hat, gelebt hat und dazu Erfahrungen gemacht hat. Ja, ein Wort kann mit schmerzhaften Erfahrungen genährt sein, erfüllt sein oder mit Freude, mit Leichtigkeit erfüllt sein. Alleine da ist schon, wo man sieht, hey, Worte haben wirklich individuelle Bedeutungen, wie jemand hört. Und jetzt geht es eben, manche Dinge zu überhören, um wirklich zu hören, da tiefer reinzugehen. Und in diesen Lichtabende, also Abende, was halt am Abend stattfindet, ist auch immer wieder diese Reinigung, diese energetische Reinigung, diese Reinigung des Energiefeldes, also das Licht verflutet werden, um neu zu hören. Ja, hören ist multidimensional. Ja, also nicht nur, ich höre jetzt das Wort, die fünf Buchstaben. Auch den Klang, die tiefere Bedeutung, die Offenbarung wahrnehmend und neue Erkenntnisse. Und auch die Heilung des Herzens, um tiefere Verbindungen zu ermöglichen, aber auch die Stärkung des Herzens, das Licht immer wieder zum Strahlen zu bringen, es nicht verglühen zu lassen. Es ist etwas Tägliches, was man tun soll. Und wie gesagt, so eine Lebensweise wäre nicht, okay, alle Woche mache ich einen Workshop oder einmal in der Woche werde ich atmen. Das Atmen ist ja ganz essentiell, sehr lebendig, bringt sehr viele Informationen und Botschaft, zentriert, erdet, hat so großes Potenzial, auch von der Heilenergie her, weil sich alles entspannt. Aber wenn man es nur mental macht, als Übung oder als Yoga oder was auch immer, reicht es nicht aus. Dann bleibt es nicht lebendig. Also das Lebendige, dieses lebendige Sein, ist dieses neue Menschsein, geht in diese neue, in deine neue Lebensweise und in diese neue Natürlichkeit hinein, wo da nicht drüber geredet wird, sondern geliebt wird. Und dass es miteinander gefühlt, wo sich wirklich so viele Dinge schöpfen, kreieren und nähern. Und wenn jemand krank kommt, jemand in Drama kommt, in Verzweiflung, der hat dann seinen Raum und wird von dieser Energie dann genährt, getragen. Das System beruhigt sich, die Heilenergien können einfließen, da fühlt sich verstanden und Heilung geschieht, wenn er mitgeht. Kann auch niemanden zwingen. Aber so hast du die Macht und die Kraft, aber auch die Verantwortung, große Verantwortung und davon zu laufen, ich bin noch nicht so weit, dient nicht, denn der Mensch ist nie so weit. Man kann 100 Millionen Ausbildungen machen, irgendwann mal ist es vorbei, wie ich gesagt habe, mit Einzelsitzungen, mit Heilungen, also in einem bestimmten Bereich, wenn es darum geht, das jetzt mit dem Hören, wie spreche ich, zu leben, ja oder nein. Es gehört dann einfach jeden Tag praktiziert, geübt, wie sich die neue Sprache wirklich immer mehr als Natürlichkeit und dein Leben durchflutet und zum Ausdruck kommt. Es nutzt nichts, das geht nicht anders. Über die Erfahrung ist wichtig und das heißt auch die weibliche Energie, diese mütterliche Energie, diese Sanftmut, das Kind, dieses kreative, schöpferische und dann der erwachsene Mann oder erwachsene Frau. Und das alles vereint und hier im Leben dasteht und auch mitverantwortlich ist, dass es miteinander in diesem feinen lichten Sein gestaltet und diesen Raum auch ermöglicht, wo zwei, drei Menschen, ich habe es gern acht, miteinander sind, die wirklich miteinander sind und nicht vom Kopf schöpfen, egal was sie dann sprechen, über was sie erzählen, ein Problem, ein Thema oder was sie gerne hätten. Es beginnt sich wieder zu heilen, die Heilung kommt. Oder auch zu manifestieren von Materie in irgendeiner Form. Und das ist so einfach gesprochen. So viele Menschen wünschen sich das. Und es ist noch nicht gelungen, weil das wirklich vergessen wird, dass wir in diesen Seinszustand hineinkommen, in das Sein und nicht in das, was wir tun. Es ist ein Unterschied, es ist ja nicht mehr diese Leistungsorientierung, das sind Methoden, ja, sondern von dem Sein heraus, von dem Sein, was ja aus diesem Sein heraus dann die Tat ergibt und die Handlung und auch das Göttliche zum Ausdruck gebracht wird und geformt wird. Also achte auf das, was du hörst und was du sprichst und geh in das lebendige Wort hinein. Danke, ciao, grüß euch.